Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mich gefunden hast. Mein Name ist Lola Jasmina und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einem neuen Action Haul. Wochenende steht vor der Türe. Ich war einkaufen. Ich habe einiges gekauft für mich, für meinen Sohn. Ein bisschen was für Haushalt, ein bisschen etwas, auch ein bisschen etwas für den Urlaub. Ein paar neue Kosmetiksachen habe ich entdeckt. Und was ich alles entdeckt habe und was ich alles gefunden habe, das möchte ich dir jetzt zeigen. Vorerst weg, das sind nicht meine Haare, das ist eine Perücke. Ich und meine Haare waren heute so richtig am Kriegfuß. Die wollten irgendwie nicht so, wie ich wollte. Und ich habe mir gedacht, ich habe doch eine Perücke bestellt bei Temu. Nimmst einfach einmal so eine Perücke für Notfälle. Genau so habe ich mir das auch gedacht. Diese Perücken, die ich mir bestellt habe oder so Haarteile, dass das so mir manchmal so dient, wenn meine Haare nicht so wollen, wie ich will. Meine Haare habe ich gewaschen und die stehen so wie Strom, kennt ihr das, so bumm, und alles, was ich versucht habe, hat irgendwie nicht geklappt und ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Ich könnte nämlich meine Haare jetzt auch glätten, aber ihr Lieben, ich finde das ein bisschen unnötig. Bei uns in Österreich regnet es und wenn ich dann wieder rausgehe, bin ich dann wieder nass und deswegen habe ich gesagt, heute muss eine Notlösung. So ihr Lieben, ich war beim Action, die haben schon diese schönen Sommersachen, also Sommersackerle, sagt man bei uns. Und ja, ich würde einfach sagen, dass wir einfach loslegen. Legen wir vielleicht einmal los mit Putzmittel. Ja, und da habe ich gefunden von Weiße Riese Universal knappe 4 Euro. Ich habe mir gedacht, für Notfälle, denn ich hatte mal einen Notfall gehabt, wo ich kein Waschmittel gehabt habe, wo ich immer gewartet habe auf Aktionen, wann kommt die nächste Aktion. Und ich habe so lange gewartet, dass ich sogar 2 Tage mal war ohne Waschmittel. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme den Weißen Riesen jetzt für Notfälle. Wenn mein Persil nicht in Angebot ist, dann nehme ich den Weißen Riesen. Es gab den und es gab einen in Pinken. Ich glaube, der Pinke war für kolorierte Wäsche. Genau, einmal habe ich den mitgenommen. Dann habe ich auch einmal Lenoir Spülmittel genommen. Das ist Vitali Flor de Rose. Okay, 2,45 Euro. Es gab ein großes für 3,45 Euro. Und ich habe mich für dieses kleine entschieden für 2,45 Euro, weil ich auch alles kein Auto habe und das alles irgendwie schleppen muss. Ja, also auf jeden Fall bin ich einmal für die nächsten 2 Wochen ausgerüstet, was Waschmittel angeht. Dann, ihr Lieben, habe ich mitgenommen, das war Aktion der Woche, und zwar sind es diese Spargo, das sind nämlich für Laminat, Boden und Flor, 79 Cent, normalerweise kosten die 99 Cent, ja, hätte ich mir super toll auch noch eine zweite mitnehmen können, aber ich habe es jetzt einmal gelassen. Genau, auf jeden Fall finde ich das super, wenn wir gerade jetzt, wo wir wieder am Spielplatz sind, der Kleine kommt mit Sand nach Hause, der ganze Flur ist dreckig, dann ist das super, wenn man einmal kurz drüber wischt und die Wohnung schaut wieder fresh aus. Genau. Dann habe ich mitgenommen von der Marke Muti. Diese Marke Muti habe ich, kaufe ich immer Schwämme von denen. Gab es jetzt einmal solche Wischtücher für 99 Cent, 5 Stück. Und ich habe mir gedacht, sowas kann man immer gut im Haushalt gebrauchen. Wenn wir etwas ausschütten oder etwas, kann man das immer gut gebrauchen. Genau, dann habe ich mich sehr gefreut. Ich bin ein großer Fan von Meister Popeye. Und zwar gab es eine Kollektion Tropical Wipes. Und das werden wir jetzt gleich einmal riechen. Ich hatte dasselbe in Blau. Das war noch von so einer Weihnachts-LE. Das riecht aber sehr, sehr fresh, exotisch. Finde ich richtig gut, gerade jetzt für den Sommer. Also es ist ein richtiger Sommerduft, würde ich sagen. So ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Zitrus, Mango. Also es ist so eine Mischung. Ich mag das sehr gerne. Ich tue das immer eine Kapsel mit Wasser, mit so einem Kübel. Und dann wische ich den WC drüber oder etwas und dann glänzt und alles. Ich finde das super. Und ja, für den Preis finde ich das auch okay. Normalerweise kostet das bei uns beim Piper schon knappe 3 oder 4 Euro. Ja, und ihr Lieben, was ich mich mega gefreut habe, Meister Popeye, gab es so ein Spray-Wipe. Das habe ich wirklich cool gefunden, weil das ist nämlich, ich liebe Meister Popeye, und zwar ist es nicht nur für
Flächen. Man kann somit auch die Küche reinigen, abwaschen. Also ich finde das richtig gut. Sogar Geschirrspüler. Also es ist so wie quasi so wie ein Allzweckreiniger. Genau. Finde ich richtig gut. Und das sind diese Winter-Wipes, wie ich euch gesagt habe. Von denen hatte ich schon einmal etwas gehabt. Ich finde, der Action hat zurzeit super tolle Putzmittel. Auch was Glasreiniger und so angeht, von Meister Popeye, von Ajax, fand ich richtig gut. So, dann habe ich wieder mal mitgenommen, was ich jedes Mal mitnehme. 1,25 € von Brief. Wie gesagt, ich kaufe die mir immer am Action am liebsten, weil sie einfach um die Hälfte billiger sind. Und ihr Lieben, ich habe auch einmal das mitgenommen. Das sind diese Spargo-Tücher für Kitchen und Multiflächen. Und das hat gekostet, glaube ich, auch 79 oder 69 Cent. So Pip mal Daumen. Und wir haben hier 80 Stück drinnen. Ich finde das super für die Küche, wenn man etwas ausschüttet oder am Tisch, wenn der Kleine etwas ausschüttet, dann hat man immer etwas und das finde ich richtig, richtig gut. Ja, so, was wir jetzt dann schon eigentlich, habe ich noch etwas. Und zwar sind es von Spargo, sind es. Das sind solche Reiniger. Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Die kosten 69 Cent. Ich glaube, Spargo, das ist ein bisschen so mehr, das ist die Action-Eigenmarke. Hier steht auch sogar Action drauf. Also genau, ich glaube, Spargo ist in so, glaube ich, so wie eine Action-eigene Marke, glaube ich. Also die haben so, das ist so die billigste Marke, was dort gibt. Und ja, das sind solche Schwämme. Mit den Schwämmen kann man Barbecue, Grill, Küche, man kann mit dem alles super toll schrubben. Und für 69 Cent ist das wirklich toll. So, ihr Lieben, ja, dann habe ich noch etwas mitgenommen und zwar endlich wieder mal Löffel. Ich weiß nicht, was bei uns los ist. Die kleinen Löffel verschwinden bei uns immer. Letztes Mal wollte ich Joghurt essen und wir hatten, glaube ich, nur drei in der Spülmaschine. Ich weiß wirklich nicht, wo unsere ganzen Löffel sind. Ich finde es wirklich lustig. Entweder schmeiße ich die mal weg, wenn ich das Joghurt esse, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen kann. Aber es ist wirklich lustig oder verschluckt es die Maschine, was ich mir auch nicht vorstellen kann, sonst würde man das irgendwie sehen. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die haben gekostet 1,99 €. Es gibt so normale Stiel für 99 Cent. Ich wollte mal die nehmen und dann schaue ich ja mal, ob diese vier Stück noch bleiben, das Monat, oder werden die irgendwann verschwinden. So, ihr Lieben, das war jetzt so Haushalt, Küche, Putzmittel. Ja, jetzt würde ich sagen, legen wir mal bei Beauty. Und bei Beauty habe ich wirklich super tolle Sachen gefunden. Und zwar einmal habe ich diese Stickers gefunden. Das finde ich nicht schlecht, wenn ich irgendwann wieder mal ein Schminkvideo mache. Das schaut richtig schön aus. Schaut es mal her. Das sind solche Steine. Das geht schon so richtig so ins Katzenaugenfaul. Also ich finde das richtig schön. Und ich glaube, die sind jetzt ziemlich neu, diese kleinen. Früher waren diese großen Stickers. Die habe ich auch sehr geliebt. Und ihr Lieben, es gibt neue Masken beim Action. Und zwar einmal gibt es eine Black Gold. Das ist eine Folienface-Maske. Das ist mit Vanilleextrakt. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob das so schwarz oder gold ist. Die möchte ich mit euch auf jeden Fall in einen Short testen. 69 Cent. Und einmal gab es eine Maske, auch eine Folienface-Maske mit Rose Gold. Genau, und das Rosgold habe ich mir gedacht, schenke ich meiner Freundin, weil die liebt Rose. Das habe ich ihr mitgenommen. Wie gesagt, 69 Cent. Da kann sie sich freuen. Und genau, wenn ich immer etwas mit Rose sehe, denke ich an sie. Ja, ich habe mir gedacht, 69 Cent, wenn wir sich wieder mal sehen oder treffen, dann habe ich immer etwas, was ich ihr so schenken kann. Ne? Genau, dann habe ich etwas gefunden, was ich richtig cool finde. Und zwar ist es neu beim Action. Das ist etwas, wo man sich den Rücken schrubben kann. Das hat gekostet nur 69 Cent und ich werde mir am Montag noch ein paar holen, weil ich habe meine Bankomatkarte, habe ich kriege ich erst am Montag oder am Dienstag und ich wollte das Geld, was ich jetzt habe, nicht mehr verschwenden. Ich brauche es nämlich für Lebensmittel und deswegen werde ich mir das auf jeden Fall noch einmal holen. Ich mache es einmal auf, damit ihr das sehen könnt. Das ist so etwas, ja, das kann man dann so dehnen. Das kann man richtig gut dehnen. Und man kann dann mit den Rücken waschen.
Wie gesagt, ich bin halb alleine und ich komme schlecht hinten hin und deswegen finde ich das richtig cool, ihr Lieben. Das kostet nur 69 Cent, gibt es in Blau und in Rosa. Also ich finde das richtig cool. Also wenn mir jemand sowas schenkt, würde ich mich wirklich, wirklich mega freuen. Und die Marke ist auch richtig, richtig gut. So. Ja, dann, ja, Beauty haben wir gesagt, genau. Dann habe ich etwas entdeckt, wo ich mich mega gefreut habe. Und zwar gibt es jetzt so eine Creme, die heißt Body Cream, Amber Sun, Salad Karamell, Guana Extrakt, Kakaoöl. Und zwar habe ich mich so sehr gefreut, weil, ihr Lieben, ich habe nämlich bei der Kasse, habe ich nämlich, wie ich bezahlt habe, habe ich das aufgemacht und gerochen. Und ihr Lieben, es riecht wirklich so ähnlich wie dieses Rio de Janeiro, dieses. Es ist wirklich, ah, es riecht ein Tick sogar besser, weil das Karamell nicht so rauskommt. Es ist richtig, richtig gut. Also ich muss wirklich sagen, ich habe das gerochen. Und ihr Lieben, ich habe natürlich den René eins mitgenommen, weil, ihr Lieben, ich möchte unbedingt im Sommer oder im September in Tirol besuchen gehen für 2, 3 Tage mit meinen Kleinen. Und ja, und ich weiß auch, dass er im Juli Geburtstag hat. Und ich habe mir gedacht, weil er so ein großer Fan ist von dieser Marke, habe ich mir gedacht, ich mache ihm eine kleine Freude und nehme ihm das einfach mit, wenn wir sich sehen. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, ja, super, weil eigentlich ich und er haben fast den gleichen Geschmack. Und das, ihr Lieben, oha, das ist so gut. Es riecht sogar besser als das Original, weil das Original hat dieses Karamell. Das riecht so ein bisschen herb. Man riecht dieses Karamell raus. Bei dem ist es so, dass hier Amber Sun drinnen ist, ja, und dieses Amber Sun, boah, das macht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch einmal hingehen, mir noch eins holen. Jetzt habe ich eins für René geholt. Ich hoffe, dass die noch welche nachschlichten. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall so wie ein Sommerduft, ein Sommer-Must-Have. Das ist so richtig After-Sun-Creme. Urlaubsfeeling, also es ist halt meine Richtung. Ich liebe ja süßes Kokos, Karamell. War, das ist so gut. Also das riecht auch nicht billig oder so. Ma, ich liebe es. Also ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch einmal dahin. Das ist für Haare und Body. Ich werde es für die Haare nicht verwenden, aber ihr Lieben, ich werde es auf jeden Fall, wenn ich jetzt der Sommer kommt, werde ich jeden Tag mich sprühen. Es ist einfach so. Es macht irgendwie gute Laune. Genau. Also leider habe ich nur die blaue Version gesehen. Ich habe gehört, es gibt es noch ein paar Farben. Falls jemand die anderen Farben gesehen oder entdeckt hat, bitte schreibt es mir gerne mal in den Kommentaren. Ich kann ja auch mal bei Action auf der Seite schauen. Genau, das hat gekostet 1,99 und das hat gekostet 1,49. Wobei ich sagen muss, das war Aktion der Woche. Es kann sein, dass es dann ab Mittwoch teurer ist. Und das hat gekostet 1,99, Leute. Das ist so gut. Also wenn ihr so ein Fan seid von diesen, dann werdet ihr das auf jeden Fall lieben. Wie gesagt, 2 Stück. Eins für mich und eins für den René. Sorry, ich muss jetzt mal was trinken. Genau. Dann, ihr Lieben, habe ich endlich diese Watermelon Drops gefunden, Hydroglow. Und da hat mich meine Freundin gebeten, wenn ich es sehe, dass ich hier eins mitnehme. Ich war gestern in einem Action in Lunga City. Da gab es nur Watermelon Balm. Und in meinen Action, wo ich in der Nähe wohne, gab es diese Watermelon Hydroglow Drops. Und da hat sie mich gebeten, das ist mit Aloe Vera, Rosenwasser sogar, aha, Hyaluronic Addict. Und das hat gekostet 1,99 und eins für mich und eins für sie. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. So schaut die Flasche aus. Und viele sagen ja, es ist ja so ein ähnliches Dupe zu einer teuren Marke, die man beim Sephora kriegt. Das heißt nämlich auch so ähnlich wie Glow.
Also es ist sehr, sehr glitschig. Ich mag sowas. Und es riecht wirklich sehr stark nach Wassermelone und nach Rose. Also die Wassermelone besiegt da die Rose mehr. Also wenn ihr kein Freund seid von Wassermelonendüfte, dann kann ich euch das ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ich mag's und ich werde es einmal auf meiner Haut testen. Es gibt ein bisschen, seht ihr das, wie trocken das ist und das. Es gibt ein bisschen so einen Glow. Wie gesagt, ich halte von den Action-Pflegesachen jetzt nicht so viel wie jetzt manche andere Sachen, ja. Aber für Sachen wie zum Beispiel Bodybutter oder zum Beispiel Haarspangerl, das ist nicht schlecht. Aber ich sage jetzt einmal wirklich so eine gute Augencreme oder so. Ich weiß nicht, ob die wirklich so gut sind, aber ich muss schon sagen, die Masken von Action, wie gesagt, wirklich. Also ich habe beziehungsweise von Action noch nie so Glow Drops getestet, deswegen kann ich euch das jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber was ich weiß, zum Beispiel die Spülungen, die anderen Sachen, die fand ich richtig gut. Ja, dann, meine Lieben, habe ich etwas entdeckt, wo ich mich mega gefreut habe. Und zwar, das ist ein Face Cleansing Form. Das ist mit Niacinamide. Und zwar ist es ein Make-up-Reiniger. Und das finde ich richtig cool. Du hast hier sogar eine Bürste. Das hat gekostet 1,99 und dann kann man hier reinigen. Also wir werden auf jeden Fall ein Short machen. Ich möchte sowieso ein Short machen mit den und den Sachen. Da könnte man gleich ein Short machen, schauen, was das kann. Und das drückt man da so drauf. Also ich bin sehr, sehr neugierig. Ich habe das sogar auch mal bei Temu gesehen, dass die sowas haben mit einer Bürste. Genau. Dann, ihr Lieben, habe ich etwas gesehen für meine Augenbrauen. Und zwar gibt es ein Augenbrauen-Kit. Und ja, ich finde das nicht schlecht, denn ich hatte sowas Ähnliches mal. Wenn ihr wollt, können wir das gerne mal probieren. Ich möchte eh wieder mal so ein Full-Face machen. Da könnte man dann wieder alles quasi probieren vom Action. Auf jeden Fall finde ich das nicht schlecht. Und ja, ich glaube, das kann richtig schön werden, wenn man das richtig schön macht mit mit dem Pinselapplikator. Dann, meine Lieben, habe ich etwas gesehen und zwar gibt es eine neue Farbe von einem Haarband und ihr wisst, ich liebe die. Und endlich mal in Rot, finde ich richtig gut. Also ich hatte die in Rot ehrlich gesagt noch gar nicht, deswegen freue ich mich. Hat gekostet 99 Cent. Dann, ihr Lieben, habe ich etwas gefunden, wo ich mich mega gefreut habe. Und zwar ist das ein Guarstein. Der hat hier aber so Zacken. Und zwar kann man hier den Haaransatz mit Öl bearbeiten. Also sowas ist richtig cool. Ich habe sowas Ähnliches von Yepoda mal, so ein Guarstein. Der hat auch so Zacken. Aber ich finde das ehrlich gesagt nicht schlecht. Für wenn man zum Beispiel Kopfhaut bearbeitet oder etwas, finde ich das wirklich nicht schlecht. Und das hat gekostet über 1 Euro. Genau, das war jetzt nicht so billig. Okay, man hat hier etwas, das muss man noch öffnen. So schaut das aus, der Kamm. Ich zeige euch das einmal, damit ihr das so sehen könnt. Ich finde es nicht schlecht, wenn man das einfach zu Hause hat. Kann man immer etwas, ein Serum oder ein Öl, kann man dann einarbeiten. Finde ich nicht schlecht. Ja, kann man ja mal machen, ne? So. Ihr Lieben, dann habe ich gesehen, hat der Action ein paar neue Masken und da freue ich mich sehr. Da gibt es von Holographic eine Folienmaske und ich liebe die Folienmasken vom Action. Ich finde die einfach vom Tragegefühl her so angenehm. Ich hatte mal die Animals Print und die waren auch Folien. Davon habe ich zwei mitgenommen, dass ich einfach einmal im Backup habe, wenn ich jemandem mal was schenken möchte oder etwas, habe ich mir zwei mitgenommen. Und einmal gab es so etwas mit einem Merit, mit so Relaxing Formula, mit so einem grünen, mit so einem grünen Print. Genau, die habe ich mir einfach mitgenommen, weil ich die immer wieder auch gerne in Shorts oder so teste.
Und ihr Lieben, ich habe etwas Neues entdeckt, und zwar von Max & More gibt es eine neue Foundation, wobei neu ich jetzt nicht sagen würde. Ich glaube, dass sie die Foundation einfach die Verpackung geändert haben. Das glaube ich eher. Das habe ich in der hellsten Farbe genommen. 121, früher war das alles in Schwarz und jetzt haben sie es einfach, glaube ich, die Verpackung geändert. Genau. So, ihr Lieben, ja, dann habe ich etwas entdeckt, wo ich mega, mega stolz bin. Und zwar, ich wollte schon mir öfters kaufen, diese Spangerl. Und zwar gab es diese Spangerl mit Blumen. Ich wollte mir das schon unbedingt bei Temu bestellen. Jetzt bin ich echt froh, dass ich das jetzt hier vor Ort kaufen konnte. Und zwar habe ich eine gekauft in Schwarz. Die gefällt mir irrsinnig gut den Sommer. Und vielleicht kaufe ich mir noch eine in Backup, weil ihr wisst, Spangerl gehen oft kaputt. Einmal in Schwarz habe ich mir gekauft und die finde ich ja richtig süß. Ihr wisst ja, ich liebe das, wenn ich meine Haare so ein bisschen zurück mache mit so einer Spange. Also wirklich, wirklich süß. Und ihr Lieben, es gab noch eine Farbe so für jeden Tag, finde ich richtig schön. Eine Farbe, wenn ich so bunte Looks mache oder bunte T-Shirts. Und eine große in Schwarz. Genau. Diese vier habe ich mir gekauft und ich bin mega, mega stolz, dass ich sie jetzt besitze. Und ich habe mir noch eine mitgenommen, aber das ist jetzt ganz normal, wenn ich mal so hinten meine Haare zumachen möchte, habe ich jetzt ein bisschen mehr Auswahl. Genau. Und diese habe ich gekauft. Ich habe nämlich so ein T-Shirt und eine Kette und das ist so schön, wenn ich das in Orange dann trage. Das wird dann richtig schön für den Sommer oder für den Urlaub, also richtig. So, meine Lieben, dann habe ich noch etwas mitgenommen und das habe ich euch vergessen zu zeigen. Das ist von Cif ein Clean Boost und zwar alles Reiniger. Man braucht eine leere Flasche und gibt das rauf und hat dann quasi so einen Cif-Reiniger, 1 Liter, und zwar kostet das nur 49 Cent. Habe ich mir gedacht, super, das kann man immer im Backup haben für 49 Cent für die Wohnung zu putzen. Und Cif ist eine gute Marke und 49 Cent, das ist wirklich fast Geschenk, ne? Ja, meine Lieben, dann habe ich mitgenommen etwas für meinen Sohn. Und zwar, wir feiern ja einmal mit seinen Kindergartenfreunden und einmal feiern wir mit der Familie. Und ich habe ihm das einfach mitgenommen. Und wenn wir es dieses Jahr nicht brauchen, dann vielleicht nächstes Jahr. Genau, vor allem kann man diese kleinen Kerzchen immer brauchen und ja, vielleicht auch in der Früh, wenn er mal aufblasen will, kann ich ihm dann einen extra Kuchen machen. Genau, also das kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Genau, dann ihr Lieben, habe ich ihm eine Wasser-Aqua-Brille mitgenommen für 1,65 € von der Marke Index. Und zwar finde ich die nicht schlecht, denn diese mit diese Animals, mit diese Paw Patrol und so, die sind letztes Jahr kaputt gegangen. Und wir wollen ja dieses Jahr unbedingt wieder im Urlaub fliegen. Und da habe ich ihm gedacht, ich nehme ihm das jetzt schon mit, weil was ich habe, das habe ich. Genau. Und da gibt es eh auch einen Urlaubsvlog und da werde ich euch eh immer mitnehmen. Genau, da mache ich wahrscheinlich einen großen Urlaubsvlog. Und wie ich euch gesagt habe, von Watermelon Makeup gibt es ein Cleansing Balm von der Marke für 1,99 €. Riecht aber auch sehr nach Wassermelone. Also man muss wirklich den Geruch mögen. Wenn man ihn nicht mag, glaube ich nicht, dass das dann perfekt für den einen oder anderen ist. Dann habe ich etwas mitgenommen für eine liebe Zuschauerin. Und zwar ist das ein koreanisches Shower Scrub. Und sie hat sich das gewünscht mit dieser, mit diesen, den gelben hat sie sich gewünscht. Das ist nämlich Körperpeeling mit Vitamin C zur täglichen Anwendung. Genau, das hat sie sich gewünscht. Und ich habe ihr das einfach einmal mitgenommen zum Testen. Ich bin ja gespannt, was sie sagt. Riechen tut sehr angenehm. Und ich bin gespannt, was die Gute dann sagt. Genau, das habe ich hier mitgenommen. Genau, wir tauschen ja immer wieder ein bisschen so. Ich habe so zwei Mädels aus Deutschland, mit denen ich immer ein bisschen so tausche. Genau, meine Lieben. Und dann habe ich einmal mitgenommen, auch zum Verschenken, einfach einmal so süße Masken. Ich finde, die kann man verschenken immer und da freut sich sicherlich jeder, oder? Ich sage einmal ja. So, dann habe ich mitgenommen für meinen Sohn. Entweder für den Geburtstag oder wenn wir am Spielplatz sind, dass er ein bisschen was mit seinen Freunden spielen kann, verteilen kann. Die kosten 46 Cent, glaube ich, ja.
Schaut's einmal her, da freuen sich die Kinder und seine Freunde. Oder für seine Geburtstagsparty. Das werde ich mir noch überlegen, weil er hat erst im Juni Geburtstag. Also ich habe noch einen Monat Zeit. Und ich habe ihm jetzt schon mal eine Wasserpistole gekauft, damit wir es schon haben, wenn wir in Urlaub fliegen. Oder vielleicht auch hier in Wien für ein Schwimmbad. Genau, das sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe die Erfahrung gehabt, dass letztes Jahr im August die ganzen Wasserpistolen alle weg waren, weil die Kinder gekauft haben, wirklich viel. Und vor allem viele Familien haben gleich 5, 6 Kinder. Ne? So, ihr Lieben, was ich auch super cool gefunden habe, es gab es von Garnier dieses Skin Aktiv. Und zwar gab das dieses für 99 Cent und ich finde das nicht schlecht. Garnier ist eine gute Marke und ich habe mir gedacht, ja, dann mache ich einmal für mich so ein Milchschaum. Und ihr Lieben, was ich mich auch sehr gefreut habe, das ist so eine kleine Bürste, weil ab und zu habe ich so, so einen strengen Look, wenn ich die Haare so streng machen will mit Gel. Und dann finde ich, wenn ich das mit dem bürste, finde ich das dann richtig schön. Auf jeden Fall hat das dann gekostet, das ist eine Stylingsbürste und hat hier auch noch so etwas, wo man die Haare dann so zurückschieben kann. Auf jeden Fall 69 Cent, ja, kann man mal machen. Und für, auch für Perücken oder etwas finde ich das nicht schlecht. So, dann habe ich mitgenommen für meinen Sohn diese Cheese Chico. Schmeckt nicht schlecht. Und ihr Lieben, dieses Mal habe ich ihm nicht von Action die Muffin mitgenommen, sondern dieses Mal gab es von Mrs. Muffin. Die haben ja auch super tolle Muffins, so große, glaube ich, mit Lemon Cake und einmal so auch so ein bisschen so wie Smarties so ähnlich. Und jetzt gab es von der Marke so Muffins. Ich glaube, die sind neu. Hier steht sogar drauf neu. Ich bin gespannt. 1,99 €. Mein Kleiner liebt Muffin und ich bin mir sicher, er wird die genauso lieben wie die aus dem Actionmarkt. Da bin ich mir ganz sicher. Und einmal durfte nicht fehlen Pistazien-Nuss-Mixode. Ich mag das, wenn ich das ab und zu am Tisch habe. Wenn ich und der Kleine Fernsehen schauen, dann knabbern wir ein bisschen. Er liebt Pistazien über alles. Er mag es nicht so, wenn es im Eis ist, aber wenn er so die Schale öffnet und so isst, ich mag es auch, weil es ist erstens einmal eine Beschäftigung mit den Händen und zweitens spielt er dann rum, nicht spielen, aber es ist für ihn eine Beschäftigung, dass er das dann aufmacht und so. Und die sind leider sehr, sehr teuer. Ab und zu hole ich ihm die Pistazien, aber in denen, die mag er auch sehr, genau. So ihr Lieben, mein letztes oder vorletztes Produkt sind diese zwei neuen Marabelle Lipglosse und die sind so geswillt, einmal in der Farbe und einmal in dieser roten Farbe. Die lasse ich jetzt noch zu, die werde ich jetzt testen in einen Short, genau, ich finde das immer gut mit diesen Shorts, somit kann man das immer gut testen. Genau, und wie ich euch auch gesagt habe, ich habe mir auch diese Schwämme mitgenommen. Die nehme ich wirklich jedes Monat mit. Genau, ihr Lieben. Und ja, ich glaube, dass ich euch eigentlich alles gezeigt habe. Ich habe hier noch für mich ganz normale Socken mitgenommen. Und einmal habe ich für mich einen Lippenkontur mitgenommen. Der schaut hier sehr, sehr schön aus. Ob er auch wirklich so ausschaut, das ist die Frage. Der hat mir sehr gut gefallen. Ui, ja, das schaut wirklich so, also es schaut jetzt nicht so haargenau aus. Das kommt mir ein bisschen so mehr rosastichig, aber ja, es geht. Also es ist jetzt nicht so wie auf der Farbe, aber es geht, es geht. Und für ein Full Face kann ich mir das super toll vorstellen. Ja, ihr Lieben, und was ich mir auch immer wieder beim Action kaufe, sind von Max & More diese Augen-Kajalstifte. Die kosten 99 Cent, 3 Stück. Ich finde das toll. Ich finde das richtig toll, weil ich finde die von Action auch richtig gut. Und ab und zu, wenn ich irgendetwas malen möchte oder etwas, finde ich die richtig, richtig gut. Wenn ich irgendwas für Halloween oder etwas zeichne, für 99 Cent, für 3 Stück, das ist wirklich, wirklich billig. Also ich habe mit denen wirklich eine gute Erfahrung gesammelt. So ihr Lieben, ja, genau, wie ich euch eh schon gesagt habe, diesen Abschminkbalsam habe ich zweimal gekauft, weil sich die eine meiner Freundin gewünscht hat. Genau, ich finde es nicht schlecht, wenn man sich immer ein bisschen so was tauschen kann oder wenn man sagt, du, wenn du das siehst, kannst du es bitte mitnehmen oder umgekehrt, genau.
Ja, meine Lieben, sonst habe ich euch ehrlich gesagt alles von diesem wunderschönen Action Haul gezeigt. Ich bin wirklich so happy, dass ich diese zwei Produkte habe. Das kostet mich jetzt wahrscheinlich nur 3,49 €, aber ihr Lieben, es riecht richtig gut. Schreibt es mir bitte in den Kommentaren, ob ihr das in anderen Farben gesehen habt. Da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig. Also falls ich das sehen sollte in anderen Farben, werde ich auf jeden Fall mal testen. Auf jeden Fall muss ich sagen, für den Preis richtig, richtig cool. Ich bin mir sicher, dass sich der liebe René sicher freuen wird, wenn er das sieht. Meine Lieben, ich bin leider schon am Ende. Ja, ich hoffe, dass euch mein Action Haul gefallen hat. Und ihr Lieben, schreibt es mir gerne in den Kommentaren, ob ihr euch auch irgendetwas davon kaufen würdet. Wie gefallen euch die Haarspangerl? Also mir gefällt das richtig gut. Schon alleine auch das, da finde ich wirklich nicht schlecht für den Preis. Super. Ja, also ich bin richtig happy mit dem, was ich gekauft habe. Auch schon alleine auch das dafür den Haushalt. Also ich bin wirklich, ich habe, glaube ich, 50 € bezahlt, glaube ich. Und gestern, glaube ich, noch einmal 18 €. Also fast 70 €. Aber trotzdem, wenn ich überlege, ich habe Waschmittel, ich habe einige Sachen für die Küche, ich habe auch etwas für den Sommer mitgenommen. Und ja, ich habe Haarspangerl, ich habe Müllbeutel mitgenommen, ich habe einige Masken mitgenommen. Für den Kleinen habe ich auch ein bisschen was mitgenommen für den Sommer. Ja, also wie gesagt, leider kostet alles schon viel, aber ich muss schon sagen, der Action ist schon einer der günstigsten also Geschäfte, die ich so kenne. Ich war ja gestern bei der Lunga City in Woolworth, also da gefällt mir fast überhaupt nichts. Ich weiß es nicht, wie der Woolworth ist bei euch in Deutschland. Also wir haben bei uns in der Lunga City kein Make-up. Wir haben so Make-up-Tools gehabt, wie so Boxen und so oder so für Wattepads oder so, aber Make-up haben wir leider bei uns in Österreich keins gehabt bei Wollwood. Meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt. Schreibt es mir doch gerne etwas in den Kommentaren. Liked gerne das Video, wenn euch das gefallen hat. Kommentiert gerne kostenlos, das würde ich mich sehr freuen. Das ist nämlich ist für mich auch so eine kleine Anerkennung, ja, dass euch das gefällt, was ich mache. Und ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Eure Lola.